Chiara. Und ich bin die Mathis. Ah ja, es ist schon soweit. Wir waren noch in der Quarantäne ganz fleißig und wir sind ganz hoffentlich, ich als mittlerweile 4. Episode vom Sportlistik Studio präsentieren zu können. Aber wie ihr seht, muss noch mehr nach Sachen tasten, weil das sind nicht anders als menschlich. Ich hoffe, ihr schon euren Angst, sie geht es gut und ich gebe zu, wir fangen noch einfach direkt an. Kommen wir dann zum heutigen ersten Video von Adrien Benoit Neu, der von ihrem Tag in der Quarantäne erzählt und weisen, was sie so machen, für Zeit zu vertreiben. Jo, ich bin aus dem Sportlycée. Adrien aus dem Sportlycée. Ich hoffe, es geht alle wunderbar da draußen. Es ist eine schwere Zeit. Wir wissen nicht, was wir mit unserer Zeit sollen aufhängen, weil wir die ganze Zeit müssen daheim bleiben. Die Quarantäne hält euch sicher nicht davon auf, nach dem Video fertig zu produzieren. Hier einen kurzen Abblick von unserer Routine während der Quarantäne. Sind ihr bereit? Let's go! Ja, 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 ja. Moin Leute, ich war im Schlochlo, das Lorechur von der Fitnerwasch. Bevor ich immer mal Sitze gehen, manche Mini-Workout. Das heißt 100 Kniebeugen, 100 Pumpen und 100 Sit-Ups. Und das muss ich gut wackeln. She gon' fuck me like a porn star, a rock star, trying to skirt off in that fast car. Alles gepackt. Okay, du kannst versichern, dass ich noch schwach bin. Jedenfalls gehen wir als Lob am Moises. Ups, salut, mit Skir. Zwei hartgekochten Eier. Eier sind immer gut. Also, ich achte, guck, Monsieur. Mit Filet de Poulet. Leider mal Lightlife, also das Lightcase an Tomaten. Moin. Oh, Liga, ich verstehe jetzt wirklich nicht, wie du noch möchtest, für so frei abzustehen. Ich persönlich stehe immer so um 10, 11 Uhr ab. Haut ausnahmsweise um 9 Uhr. Wow! Das ist ein bisschen mehr frei, wie sonst, weil ich heute um 10 Uhr Kuh habe. Bevor die Kuh aber um 10 Uhr geht, Mama ist noch viel für Emojis. Kommen wir zu einem nicht so coolen Teil vom Dach. Muss gelehrt gehen. Der Examen steht für unter dir. Ich muss einfach durchgezogen. Adi. 12 Uhr. Eins fertig mit dem Kohl. Eins schleppen sie es hin. Kommt mal. Hey, Leute. Los gleich kommen wir zur Mitte sie es hin. Dann halt Geduld. Gulasch. So Leute, fertig mit dir sind, ich bin gut voll. Es gibt Zeit für meinen Adrien Lohr zu try halten. Let's go! Ja, was ich dankstelle, dankstelle. Na, so lange hat der Mann heute. Correction, sag ich korrekt. Lass ihn noch allein, lass ihn noch allein, bis die Lasten alle kommen. Ping, 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 ping. Los, los, push, 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 push. Los. Let's go! Ja, Mann! Let's go! So, fertig vom Zocken. Ein Traum Calisthenic Park gekommen. Zeit für den besten Part vom Tag, und zwar der Workout. Fertig mit dem Workout, Zeit für etwas zu essen und ich habe nur wirklich keine Lust zu kochen. Ich bin anstrengend gekommen, aber viel Schlaps kochen geht wohl für dich schnell durch. Ich mache schon zurück, frisch oder durch. Jetzt kommen wir zu dem, was wir wollte machen. Wie was kochen ich dann? Hühnchen mit Reis! Das ist auch nur Zeit für mich schlafen zu gehen. Doch, kannst du lösen bei mir ein. Wir hoffen natürlich, euch wird das Video gefallen. Falls ihr Video und Ideen habt, lasst euch so ruhig für. Vergiss nicht, zu liken, zu kommentieren und das Wichtigste, zu subscriben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao.
Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und euch ein bisschen entertained. Und wir hoffen, ihr habt ein paar Ideen gekriegt, was ihr so in der Quarantäne während einem Tag alles machen könnt. Für die meisten von euch ist Sport all darum leben. So auch für uns. Dafür weisen wir schon 6 Übungen, die ihr ganz leicht die Himmel machen könnt. Maybe you should leave this girl alone. But you were on. But you da Die erste Übung ist Glute Bridge. Hier muss der Taliken an den Boden drücken, den Bauchnabel anziehen und gleichzeitig den Hörner festputzen. Als Erschwerung kann die Übung auch auf einem Bein ausführen und dann also hier wichtig, stabil am Becken zu bleiben, direkt nicht zu überstrecken und den Hörner festzuputzen. Die zweite Übung sind seitlich Leg Raises. Hier muss ich seitlich auf den Boden auf ihren Ellbogen legen. Ihre Körper soll dabei an einer Linie bleiben und dann Bein gestreckt und Glut heben. Als Erschwerung könnt ihr hier auch an der Side Plank gehen. Für das Gleichgewicht könnt ihr eine Hand auch auf dem Becken aufsteipen. Die dritte Übung sind Jump Lunges. Hier muss dabei alle Sprung mit dem fiesten Bein am rechten Winkel abkommen, sowie auch mit dem hannesten Bein. Denkt daran, hier am Gleichgewicht und Stabilität zu bleiben, am möglichst vertikal und Glut zu sprangen. Eine anstrengende Variante sind Normalausfallschritte. Hier ist es wichtig, stabil an der Körper mit zu bleiben und hauptsächlich das Fischbein zu belasten. Als Erschwerung kann ihn hier auch an alle Hand Zusatzgewicht erholen. Nächste Übung ist der Wall Sit. Hier muss ich am 90 Grad Winkel an der Hüfte und an den Knien wieder deine Mauer setzen. Der Rücken muss fest an der Mauer sein und fest schulterbreit von den Nähen. Als Erschwerung kann ich auch zum Beispiel an aller Hand 1 Kilo Wasserflaschen holen. Es fünfte Übung aus Reverse Fly. Hier geht er leicht an die Knie, bei der Hüfte und hält ihre Rücken möglichst leicht. Ziel ist es, für die Schulterblätter Hand zusammenzukriegen. Dreht dafür ihre Hand nach außen, sodass die Daumen nach oben weisen. Für es mich schwerer zu machen, kann die Übung auch mit Zusatzgewichten ausführen. Die erste Übung wären dann Pumpeln. Hier haben wir verschiedene Variationen. Ich kann die Licht machen. Dabei muss ich dann an den High Plank gehen und dann nehmen Half auf gehen. Eine andere einfache Methode sind Pumpeln auf den Knien. Guck dabei, dass die Beine an der Rücken an einer Linie sind. Hierbei könnt ihr eine Steigerung machen, wo der E-Bein an die Luft macht. Wir hoffen, ihr mit diesem Video ein bisschen motiviert zu haben, dass ihr auch fit bleibt an der Quarantäne. Gesund ernähren während der Quarantäne. Und das ist möglich. Besonders an dieser Zeit ist es ganz wichtig, euren Körper mit gesunder Ernährung zu stärken. Als Diätetin Tammy Diederich weiß ich ein paar Tipps und ein ganz schnell ein leckeres Frühstück. Moin, liebe Schüler, ich hoffe, es geht euch all gut. Ich wollte euch ein paar Rotschläge auf den Weg gehen, damit wir in dieser ungewöhnlichen Zeit aufpassen sollen. Für dich ist es wichtig, dass du euren Dachplan, mit euren Zeitplan, wo du Schlaf, Schule, Essen, Sport natürlich und auch ein bisschen Freizeit erholen abklangt. Da probiere ich regelmäßig über den Tag zu essen, sodass du Minimum 3 Hauptmahlzeiten machst. Lauscht dann natürlich auch über den Hunger. Ihr isst viel Obst und Gemüse, viel Milchprodukte und Proteine. Trinkt viel Wasser und probiert für allem nicht so viel unnötig Tischtumulzerstein zu snacken, wenn ihr keinen Hunger habt. Aber weil ihr all ein bisschen mehr Zeit habt, für auch daheim selber ein Mulzerstein zuzubereiten und zu kochen, weiß ich euch ein kleines Rezept, das ihr dann daheim selber austesten könnt. Und zwar machen wir Porridge, das ist ein richtig Powerfrühstück, wo alles dran ist, was ihr Körper braucht, und weil ich viel Energie gibt, für den Tag zu starten. Häufig brauchen wir 50 Gramm Haferflocken. Wer mehr Hunger hat, kann natürlich auch mehr holen. Wir brauchen eine Banane, 200 ml Milch oder Sojamilch, 1 Teelöffel Kakao, 1 Teelöffel Nussmus, schon heute Cashewmus, die könnt ihr auch Mandelmus oder Erdnussbutter holen, eine Prise Salz und ein bisschen Zimt. Wir haben ein Hälschen von der Banane, die wir mit einer Fourchette zerdrücken, für andere Porridge zu machen, und die andere Hälschen halten wir für zum Schluss zu dekorieren. Dann machen wir alles an eine kleine Tüppen.
Wenn ein Hützenbarit und los nicht ein bisschen köcheln, wichtig ist immer zu rühren, für das es nicht aufbrennt. Dann machen wir alles an den Schüssel. Und da können wir noch mit dem Rest Bananen dekorieren. Schon hier auch noch ein paar Datteln, die wir können drauf machen. Wir können da am Anfang eure Fantasie frei laufen lassen und da drauf machen, weil ihr gern habt. Kann ich noch ein bisschen Nussmus drüber machen. Da wünschen wir euch einen guten Appetit. Bleibt gesund und bis geschwind. Vielmals merci Tammy und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit! Unser nächstes Video ist ein Interview mit einem Top-Sportler aus unserem Land. Und zwar mit dem Top-Schwimmer Raphael Stokioti. Hier erzählt er uns ein bisschen aus seinem Alltag und wie sein Training momentan aussieht. Sind ich noch relativ lach. Ich habe schon in Tokio hier geschafft. Das heißt, wie das natürlich das ganze Jahr verlöst, dass aus dem Stress los an den Schwimmen zu gehen, nicht wie so dringend. Also, ich habe gut viel Material gelernt von der Koch, vom Liebsten und dem Trainer. Und das heißt, ich schon so kleine Kraftraum können aufbauen und erheben. Und, da fühle ich noch viel Velo. Sie wird Mountainbike am Busch oder Rollo eben mal heben. Das heißt, du kriegst dann Trainingspläne jeden Tag, weil ich eben zu machen von einem Trainer, Christoph. Und das heißt, du bin ich aber schon gut gefördert. Aber das ist viel Zeit für zu räumen, für zu putzen. Ich meine, nur weil heute mittlerweile viel in der Rechnung für den noch schwanger, das heißt, wir holen mal das Büro und den Keller alles gehabt, für ein Kinderzimmer können wir das machen. Das ist auch schon alles geschieht, das ist umgestraft gehen. Das dauert das Geld für den Baum, das ist zu putzen. Ich gehe auch da auch mal nur beim Busch. Ich habe schon genug Zeit für all die Sachen zu machen. Und wenn ich mit dem Auto habe, habe ich Zeit für die Mütze. Aber das ist ja, wie ich wieder so meine, das ist ja ganz schön verlöst. Für mich familiär, auch beruflich, das hat nicht so wie interessant wie das Jahr gewesen. Ich meine, ich hatte eine Idee für meine Saison zu verlaufen. Und ich habe ganz genau einen Plan davon. Und da wäre alles perfekt gewesen mit Tokio. Da riefen Zwillinge gekommen. Ich gehe am liebsten irgendwo bei einem neuen Platz und fange mit Schaffen. Ich hätte noch gerne ein Jahr Spaß an der Ruhe machen. Nein, ich gehe auf den kleinen Länder wohnen, also weiter und fort. Das fällt natürlich schon alles an Wasser. Ich meine, Zwillinge, die kommen egal weg. Ich bin am Gang ein Haus zu bauen, das heißt, du musst irgendwann noch ein Prämie zu gehen, das heißt, auch finanziell muss ich irgendwann umrüsten und nicht mehr nehmen, eine Zahl durchziehen, geht mit dem Schwammeln vielleicht nicht mehr so viel durch. Ich muss noch gucken, wie ich mein nächstes Jahr sportlich gestalte, da das noch steht noch alles am Sterben, ich meine, wenn Quarantäne bis zum Obers und wir können dann auch nochmal planen, schwätzen, diskutieren und negociieren, dann kann ich all die Sachen. Aber die Antwort ist sicher so, die ist noch kein Hund. Mal gucken. So, und dann kommt ihr kleinen Ableck vom Raphael im Alltag und wie ihr probiert, die ganze Situation zu meistern. Hallo, Arim, als Aufgabe von uns, der Sportplus-Schülerin aus dem Sportlycée, das Projekt Reagis vorzustellen. Im Wert sich da nie handelt, aber wenn du das verlaufen hast, das weisen wir euch am nächsten Beitrag. Reagier, Alltag geht ob manst eine Person Affe von einem Herzstillstand. Sie verliert Bewusstsein, atmet nicht mehr, es ist ein Herzstillstand. Reagier. Ruf den 112. Massiert Herz 120 Mal an der Minute. Froh eine dritte Person, die dir einen Defibrillator bringt. Auf vollsten Instruktionen vom Apparat, dann hast kein Risiko dabei. Den einzigen Fehler, den du kannst machen, ist nichts zu machen. Reagier. Ein Kampagne von der LRC an dem Gesundheitsminister. Weil es mir echt fett geht. Ja. Ich habe die Chance, dadurch schon können, dreimal was zu machen.
Du weinst, wo sie schon weg hingehen. Da wollen wir gut darum, neu zu refreshen. Die Ambulanz rufen, dann die Herzdruckmassage, dann den Defibrillator und dann geht der Patient eben an die Klinik geführt. Also ja, ich versuche immer ungefähr, wie es geht. Und das ist aber immer praktisch, dass wir das alle Jahre können machen. Guckt ihr, dass dort im Weher frei sind. Und natürlich in 112 rufen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also ich habe viel gelernt, da ist mir wirklich geholfen, was sie auch da erklärt haben. Und die Filme, die sie mir gewiesen haben. Und das soll dann also Minimum 100 Mal pro Minute und nicht mehr wie 120 Mal. Schon eine gute Sache, weil von den Domain kann verlassen, da weiß ich genau, was ich so mache. Ich mache den Deckel ab. Und dann schaltet ihn direkt an und dann kriegt er halt gesucht, was er machen muss. Wenn sie umfällt, dann muss ich als ich gucken, wann sie atmet und dann noch den 112 rufen. Und dann muss man 100 Mal Herzmassage machen und der muss nochmal gestreckt sein. An die Hand greifen, wir setzen die beiden Back und dann ziehen wir rüber auf euch selbst. Ich gehe also erstmal aufpassen, dass ich mich nicht selber vorbringe. Und dann gehe ich bei gehen und dann gehe ich nur schwätzen und ein bisschen rüsseln. Ob ich doch so gewöhnt, wie ich heute mal meine, das ist eine andere Frage, das aber kann aber mal etwas passieren und dann aber morgen statt immer frei zu machen. Aber wenn er nicht durchsprechbar ist, dann gehe ich gucken, ob sein Atem wäre frei, also ob er noch atmet. Aber wenn er das nicht möchte, gehe ich dann Hilfe rufen, also an in den zwei rufen und dann gebe ich wiederbeleben. Aber wenn die Defibrillator, E-Mail Defibrillator bringt, gebe ich den dann noch benutzen. Ich gebe so, dass ich keine Angst habe, etwas zu machen, weil das besser möchte, den etwas, wie das in einem nicht möchte. Sie soll reagieren. Das ist der Message, den wir eben von all den Schüler will man auf den Weg gehen. Reagieren, besser etwas machen, wie nichts zu machen. Vor allem die ersten Minuten, die wichtigsten Minuten sind. Es kann immer ein Café kommen, dass ihr dann die Situation kennt und du zählt alle Minuten. Also, es ist wichtig, dass jeder in der B ist, auch mir als Junker. Wie ihr seht, kommt das Projekt immer positiv bei den Schülern an und wir sind froh, den alle Jahre immer machen zu dürfen. Für weitere Info vom Projekt geht auf der Seite www.reagis.lu. Das heute war dann auch schon mal ein bisschen wie besonderes Video. Aber immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat und dass wir euch ein bisschen erhalten konnten. In dem Sinne, so mir ist Adi, bleibt aktiv und für alle, bleibt daheim.